Wie läuft Brainstorming formal ab? Ja, es braucht also auch hier, obwohl es um Kreativität geht, einen gewissen äußeren Rahmen. Es braucht so etwas wie einen Moderator. Ja, jemand, der das Ganze moderiert, im Sinne so, wir sind jetzt heute zusammengekommen, um neue Ideen zu entwickeln für neue Produkte. Dann braucht es irgendwo ein Protokoll. Dieses Protokoll ist natürlich heute eleganterweise ein digitales Aufzeichnungsgerät. Also, dass da jemand mitschreibt, ist heute nicht mehr so nötig, wie das früher mal war. Heute lassen wir ein digitales Aufzeichnungsgerät laufen, damit wir alles festhalten. Wie viele Menschen kommen? Nun, darüber wird gestritten in der Literatur. Wie oft? Ja, sagen wir mal 5 bis 8. 5 bis 8 Teilnehmer. Sie finden aber in der Literatur auch andere Darstellungen. Ja, Leute, die sagen, das können auch mehr sein. Wesentlich ist es natürlich auch, ob die Leute sich untereinander verstehen. Ja, aber sagen wir mal 5 bis 8 Teilnehmer. Dauer 20 bis 30 Minuten, wobei 30 Minuten schon relativ lang ist. Ja, 20 bis 30 Minuten, eher 20 als 30, dauert eine Brainstorming-Konferenz, nicht länger. Und in der Brainstorming-Konferenz ist freies Assoziieren das Hauptinstrument, die Hauptvorgehensweise. Freies Spinnen. Also wenn der eine was Verrücktes sagt, setzt der andere noch was drauf. Keine Kritik, keine Killerphrasen, kein das geht nicht, sondern freies Spinnen. Und noch ein Aspekt, nämlich der Nachhalleffekt. Der Nachhalleffekt. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass, weil wir ja jetzt in 20 bis 30 Minuten gewisserweise warm gelaufen sind, und wenn wir dann auseinandergehen, und jemand geht dann vielleicht in den Waschraum, wäscht sich mal die Hände und hat dann noch eine Idee, dass auch das mit ins Protokoll kommt. Also Nachhalleffekt sicherstellen. Ja, das sind so die Dinge, die man als Leiter einer Brainstorming-Konferenz beachten. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.